ganze Halle passend geschmückt. Ein herzliches Dankeschön. Wie ich sehe, haben die meisten auch schon was gegessen. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt. Ein Dankeschön auch an die Küche. Hinter noch diese Handtuchhalter da gewechselt, weil die gehen ja alle fort sein her und da muss ja immer 8 Sekunden warten, bis die sich automatisch wieder einrollen bei den neumodischen Zeitstoffen. Und ihr glaubt es nicht, ich bin doch tatsächlich eingeschlafen. Aber ich sehe gerade, ihr habt schon alle gegessen. Mit Teller und Steck hat es euch nicht geschmeckt. Die sind doch abgeschlossen. Die sind doch immer abgeschlossen. Die sind aber nicht einmal erzählt. Halt mal, Moment, das geht doch mal gar nicht. Du hast keinen Parkplatz gefunden. Du wohnst doch nur 100 Meter von der Halle weg. Mensch, Jonas, das musst du jetzt kommen wissen, oder? Entschuldigung. Können wir jetzt anfangen? Thank you.
Überleitung im Monarchie. Wir haben nämlich einen Ehrengast, also einen Spieler. Einen großen Applaus für unseren Bürgermeister Björn Steinbach. Sie dürfen mal hochkommen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Musizieren und den Spaß an Musik weiterzugeben. Und wir haben ja auch ein bisschen musikalische Erfahrung. Aber Ochse, ganz einfach, man klopft einmal fest auf den Oberschenkel und dann kommt die Ton raus. Wir haben diesen ganz arg schönen Siedauszug, der ist so kompliziert, das ist ein Volkslied, es geht um Wasservögel. Alle meine Entchen, ich denke, das wird jeder kennen. Wir probieren es einmal hier und dann kommt schon zum Spiel. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Töne richtig verteilen. Ich nehme mal die. Ja. Der längere ist es tiefer. Okay, wir probieren es einfach einmal. Thank you.
Du, Bianca, ich habe gerade ein SMS von meiner Mutter bekommen. Ich hab's gehört. Ob wir denn noch Erfolgerspiele fragt sie. Erfolg, okay. Wünsche aus dem Publikum. Aber gerne. Wir haben zufällig unsere Lieblingspolka, die SMS-Polka, vorbereitet. Es ist unsere Lieblingspolka und gleichzeitig unser letztes Stück für Sie. Thank you.
noch keine Lied in petto, genau. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit den Sounds of Susa. Ah,
Bessere als uns zwei will ich doch gar nicht zahlen. Und deswegen, wenn ich meine ganze Schallplattensammlung mitnehmen muss, das ist ja furchtbar. Ja, genau. Du wirst im Alter halt auch immer vergessen. So, kann ich das sagen. Weißt du, das liegt bei mir nicht am Alter. Das liegt an meinem neuen Hörgerät. Das muss erst mal vorher freiblosen, bevor du was hörst. Pass auf. Jetzt sag mal etwas. Ach, um Gottes Willen, hast du wieder das billigste Kassengerät, wo man was gemacht hat? Was soll ich machen? Kein Wunder, hast du gestern am Telefon, wo wir geschwätzt haben, die ganze Zeit bloß was, wie und wo gesagt. Ich hab bloß Party und Schallplatte verstanden. Naja. Mehr nicht. Da brauchst du ja nicht wundern. Da, jetzt guck mal da mit deiner Schallplattensammlung, wo du gesagt hast. Ja, was hast du denn da für alte Schinken drin? Ja, jetzt pass mal auf da. Ich will aufmachen. Ha, guck mal, da sind sogar Bilder von uns drauf. Ach, da drehst du wohl. Guck. Das ist beste und neueste, was es in unserem Alter noch gegeben hat. Und das kann sogar der MVE Eschenau spielen. Unter der Leitung von Michael. Ferdinand, ist sicher. Immer, ja, also. Kann ich nicht mehr drauf verlassen, aber Michael Ferdinand, ich glaube, das stimmt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Kennen sogar die das Spiel, hä? Ja. Ah, nee. Und weißt du, was das Beste bei ist, vielleicht sogar? Ja. Ich muss ja nicht einmal GEMA-Gebühren dafür zahlen. Ein Mensch hat es in der Hand. Super, das ist das Gerät. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Also, ich lege halt mal da jetzt so eine Platte auf. Jetzt sitzt so einer her in unserer Loge und lege ein bisschen ein, was wir haben. Nicht schön, liegt an. Aufbeißer da drunter, gell? Liegt an. Platte auf und los geht's. Jetzt.
Bevor wir es nicht.
Und wir haben natürlich nur die besten Stargäste eingeladen. Meine lieben Gäste, Sie hören nun das traumhafte Stück My Dream und am Solo-Flügelhorn für Sie William Reis. Das sind doch nicht nur Luftbomben. Ah, also muss ich mal deine
Hörgerät viel gekuscht hat, das nicht habe, der Hörgerät. Das war das Beste, was ich Kongo-Scheibe war. Wenn's denn auch noch funktionierte. Hä? Wenn's denn auch noch funktionierte. So spät schon? Ach so. Du meinst, ich soll noch mal was auflegen? Ich hab doch noch was gesucht. Im März spielen wir jetzt September. Kennt ihr das? So quick hast du dein Hörgerät, ich sag's dir. Ja. Gell, da geht was. Ich leg's halt mal auf. Jetzt machen wir. Im September. Im März. Guck mal, was passiert. Das ist was ganz Modernes. Das heißt AIDA-Marsch. Kennt ihr das? Ja. Ja? Da bin ich mal gespannt, ob das was Gescheites ist. Vom Beckeon, ne? Ja. Hör zu, hör zu, AIDA-Marsch. Hör zu, pass auf, ja. Probieren wir es halt mal aus. Machen wir. Schieben wir ganz innen mehr. Egal. Ja. Die Blur ist jetzt ja klar, was ich sag. Ich weiß nicht, vielleicht hier im Kreis bei der Bank ausmacht. Mal gucken. Da hast du genau drauf, da steht genau drauf, der kleine Spieler. Ich probier's noch einmal.
abgekommen ist. Ich hab's vielleicht auch schon, also ich hätte jetzt doch schon ein paar Ida. Ah, sag ich mal nicht. Also, ich versuch's noch mal. Also, Thank you.
Da wollte ich wieder auf dem Dorf. Nach dem Geklatsche sind wir da alle in sein Dorf. Ich glaub, die sind gerade hochgradig rum, wo sie gefährdet. Weißt du, wie wir zwei ja übrigens die Strippen überall nach oben. Ja? Ich hab ein bisschen eingeschlafen. Die Schwätze nicht mehr mitmachen. Kannst du mir mal aufhelfen? Oh, hier baut sich Spannung auf. Was da passiert, wenn ich dir hochhelfe? Jetzt machen wir noch. Du, ich bin da an, alter Mann, dass ich da mache. Jetzt komm. Oh, jetzt geht's. Guck mal. Auf, also, warte. Ja. Mein Knie. Wir beleiden uns zu. Ah. Oh, ja. Du so. Was ich alles machen muss für den Scheiß da und für die mittlere Etage. Du schnell auf die Hände fliegen, das ist ja furchtbar. Aber jetzt hättet ihr die Chance. Ich hab nämlich da was ganz Modernes. Und früher hat es es gegeben. Das heißt nämlich Damenwahl. Und jetzt hättet ihr eure Chance, Mädels, euren alten Sack wohl vom Stuhl hochzubringen. Ich will mal sehen, das funktioniert. Und da oder da hinten hat noch Platz, auf die Tanzfläche zu bringen. Und mal das, das oder das Ball zu schwingen. Wenn ihr das noch bringt, wenn ich das spielen kann. Und wer nicht tanzen kann, der kann seinen Nachbarn in den Arm nehmen und ein bisschen schunkeln. Das kriegen die alle mal noch. So wie ich und der da. So, nur das ist nicht. Also, machen wir jetzt. Warte, hilf mir mal zurück. Dann machen wir jetzt. Damenwahl! Jawohl. Thank you.
Ach so. So mehr deiner Scheiße hier von der Luft. Seid ihr verrückt? Das ist ja furchtbar. Mal, bist denn jetzt ganz senil? Das ist doch das Lied von der geilen Leila. Die ist noch über und noch geiler als wie du. Ich kenne ihn nicht. Aber wen kennst du denn? Da wohnt er auf dir. Neben mir wohnt nur die müde Laura. Ja, aber das ist doch das Lied von der geilen Leila. Und weißt du, das war mal ein ganz gutes. Und wir sind doch hier bei dieser MVE-Parade. Und die Mahner, die kennen da alle Spiele. Sogar so ein Saugner. Herr Mann. Ach, die Mahner, ja. Sollen wir es mal probieren lassen? Aber sie sieht zu scharf aus. Lass es halt mal probieren. Also, versuch es näher. Du hast Gold. Schlimmer geht es noch. Ja. Thank you.
aktives Musizieren und Musikverein gestalten. Und hier auf die Bühne sind jetzt einmal die Julia Stutz, die Nathalie Schmidt, der Luca Bauer, der Max Binnenweis und die Lea. Ja, für mich war es ein bisschen halt so modern, aber schlimmer geht ja immer. Ja, manchmal ganz schön schwer, aber macht man auch gut. Kann der dir sagen? Wenn man nur sagen, jetzt guckst du in deiner Kiste an, ob nur irgendwas Gescheites findet zum Aufnehmen. Soll ich mal gucken? Guck mal. Ich suche mal was. Ich habe jetzt keine Hoffnung, dass es Gescheites findet.
Ich grabe in meine Kiste. Du hast so viel. Nordische Scheiße. Oh, das hält sich interessant. Oh, Mensch. Slavo. Slavo, Slavonika. Slavonika heißt die. Ja, zeig. Heißt die Slavonika? Hält sich fast besser als die Leider. Die schnellsten Spurschärfen. Die schnellsten Spurschärfen. Die schnellsten Spurschärfen. Wo kam das Ding drauf? Nur weiß ich, von dieser Slavonika. Ja, ich geh Gras. Jetzt sind wir auch schön eingefahren, oder?
Wenn sie immer richtig so stark und dann kommt. Ja. Das ging die Leiter, ja, aber das war. Wie das war? Das kann nicht sein, dass ich 30 Uhr fertig ist, wenn wir morgen gehen. Da stimmt doch was nicht. Ach, ich glaube, der Kapellmeister, der hat zu schnell die Zehen gemacht. Das ist schon so weit sind, ne? Sind wir fertig? Na, so. Noch nicht ganz. Hocken da alle gut? Ja. Das ist gar nicht schlecht, jetzt müsst ihr alle mal aufstehen. Bin ich aber gut wieder nicht nach. Jetzt steht doch alle mal auf, ihr seid doch bestimmt steif wie Knochen. Und jetzt lange mal in eine linke oder rechte Tasche rein. Da muss so ein kleiner Zettel dabei sein. Hallo, was muss da drin sein? Mit der Nummer drauf. Weil jetzt können wir vielleicht was in der Hand. Ja? Glaubt es nicht, aber tatsächlich sind die im Gewinn gestellt. Der Kramen mal in der Tasche holen ins Haus, ist wichtig. Echt? Und speisen Sie da mit der Nummer drin, aber wenn gewinnen, sind wir auch gewinnen. Wie heuchen uns aber nicht in alle? Ja, also wie wenn der andere das Bild war, ist ganz einfach. Ja. Aber es kann nur einen geben. Und Linda macht es noch ein bisschen. Genau, ich habe den Hochkopf dabei und den Gewinn. Bevor wir jetzt bei den Kostümen gehen, lege ich erstmal vor, was es überhaupt zu gewinnen gibt. Und zwar hat unser Gast heute nicht anwesend, Ehrenmitglied Christian Kapp aus Bogendorf uns wieder den Gewinn gesponsert. Und zwar einen Gutschein für 3 Übernachtungen inklusive Frühstück und ein Wachauer Marillengenusspaket und geführter Weinbergwanderung und heurigen Besuch für 2 Personen. My way.
Thank you.
muss, weil das ist auch nicht immer selbstverständlich. Jetzt muss ich einfach nochmal in die Runde fragen, habt ihr gut gegessen und gut getrunken? Kommen wir mal unseren Daniel, unseren Wirtschaftsleiter, bitte. Wenig Geschäft und er macht es wirklich perfekt. Also hier komme keine Klage, ich kann mich nicht beschweren. Und da möchte ich nur dir einfach nochmal Danke sagen. Gehört also fest dazu, dass man was essen und trinken muss, oder? Ja. Und ich habe mich immer ein bisschen informiert und der Dani, der geht gerne mal wandern, der geht aber auch gerne mal essen. Jetzt haben wir uns überlegt, was können wir da machen. Dann haben wir uns gedacht, du kannst mit deinem Rucksäckle, der ist gut gefüllt, da kannst du mal gut wandern gehen und gehst schon mal gut essen. Da ist ein Gutschein für dich drin von der Taube in Heidelberg. Und dann kannst du mit deinem kleinen Rucksäckle nach Heidelberg wandern. Oh, my God.
Zusätzlich gibt es hier auch noch eine zweite Zugabe. Wir machen nochmal das YMCA, unsere begnadete Willi-Spiel.